Was macht sie denn da? Das sieht so aus, als würde sie sich versuchen, jetzt hier zu wärmen irgendwie. So, Herrschaftszeiten. Wo ist Sam? Kämpfen sie sich den Weg aus dem Palast frei? Oh, das ist... Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Komm schon. Oh, Scheiße. Mann, triff doch mal. Verdammt, bitte nicht so. Ich muss schon so sein, dass ich es sehe, wenn ihr raufkommt. Gut. Mal schnell nachladen. Das Feuer zu meinen Füßen scheint weg zu sein. Dann kann ich mich mal ein bisschen weiter hier drum rumtrauen. Ich weiß, ich bin der Noob am Steuerkreuz. Es wird auch nicht besser. Ich werde das ganze Spiel hier so durchspielen. Rise of the Tomb Raider habe ich ja für den PC. Das werde ich dann auch mit der Maus spielen. Ich hoffe, man sieht dann einen Unterschied. Ja, ich schaffe es noch nicht mal irgendwie auf Kopfhöhe zu treffen. Oh. Ich kann noch nicht mal nachladen. Nö. Aber ich kann vielleicht hier was einsammeln. Ja, 5 Schuss. 5 Schuss sind ja schon mal was. Okay. So weit, so gut. Was haben wir hier noch? Eine Sackgasse. Oh, aber da liegt was. Uiuiui, ja, das habe ich... Das hätte ich ja fast übersehen. Ich habe ja jetzt, glaube ich, wieder alle Waffen, ne? Mhm. 25, 30... 100. Ich mag sie ja. Ich mag sie ja, die Handfeuerwaffe. Allerdings ist die Frage, ob sie so sinnvoll ist, wenn ich hier mehrere Gegner zu erwarten habe. Da sind Pfeile an der Wand. So, ich werde erstmal hier plündern, was zu plündern geht. Nummer 1. Nummer 2. So, und ansonsten... Vorsichtig, vorsichtig, ja. Fuck, 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 fuck. Scheiße, scheiße. Oh. Andere Waffe. Andere Waffe. Mitten ins Gesicht, ich weiß. Der nächste. Oh, da ist einer mit Schild. Die mag ich nicht. Die mag ich nicht. Die mag ich nicht. Erstmal zurückgehen. Und gucken. Komm schon. Ja. Auch wie gut, dass ich das geskillt habe, muss ich sagen. Das finde ich schon gut. Geschafft. Gut. Lass mal mitnehmen. Alles mitnehmen. Bin mal gespannt, wie lange hier dieser Akt noch verläuft. Mit dem Durchkämpfen. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Ganz viele Pfeile. Ah, da bin ich voll, ne? Hm, ich bin voll mit Fallen. Na gut. Wir tasten uns eben mit Waffe vorwärts. Kein Problem. Muss ich hier vielleicht mal irgendwo nach oben? Nee. Muss ich nicht... Oh. Ach du Scheiße, ja ne, schon klar. Juhu. wird das ein Hindernislauf? Ich glaube schon, hä? Huh? Ach du Schande, na gut, ich kann leider das Video nicht skippen. Wir gucken mal, wie wir das jetzt machen. Oh mein Gott.
Wer ist denn er? Er ist doch nicht Matthias, oder? Oh. Okay. Er schießt jetzt hier vor die massive Wand. Das scheint nicht so, oh, so gut zu gehen. Also hier ist wohl nicht so gut, ja? Ja, ist okay. Ob ich den wohl auch treffen kann? Von hier aus? Nee, so nicht. Nee, so nicht. Bitte in eine andere Richtung. Du sollst in diese Richtung schießen. Meine Güte, Mädel. Ja, leider kann ich das Ding nicht zerschießen. Na, großartig. Wie sie immer in diese Richtung guckt, ne? Na gut. Nee, so sehe ich einfach nichts. Gut, dann versuchen wir es mal hier. Ah, schon besser, ne? Da vorne habe ich was zum Hochklettern. Die Frage ist, kann ich ihn überhaupt treffen? Aua. Gut, immer wenn er eine kleine Pause macht, kann ich hier hochrennen irgendwie. So, ja, sehr schön. Durch diese Häuserwand kommst du nicht. Das ist schon mal gut. So. Wo bist du? Okay, er trifft mich nicht. Was kann ich denn von ihm vielleicht mal treffen? Huh? Oder gibt es für mich vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Da vielleicht drauf? Nee, auch nicht. So, ich bin jetzt also... Oh, oh, oh. Aber ich könnte jetzt hier als der Tod kommen. Okay. Das war's mit dem Versteckspiel. Jetzt bist du fällig, Mädchen. Okay. Granatwerfer. Nice. Schön. Ach du Scheiße. Aber wie sehen Laras Arme aus und ihr ganzes Dekolleté? Das ist alles voll vernarbt. Wow, krass. Das hat man vorher gar nicht gesehen, aber hier im Schein des Feuers, guckt euch das mal an. Ja gut, jetzt sieht man das nicht so gut. Vielleicht, wenn ich mal so umdrehe und dann so gegens Feuer gucke. Guckt euch das Dekolleté an. Das ist doch nicht nur dreckig, oder? Oh, die Oberarme. Boah, krass. Tut mir voll leid. Die tut mir voll leid. So. Gut, also ich kann aber doch Barrieren eigentlich... Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Mit meiner Schrotflinte, das kann ich wahrscheinlich eben nicht damit. Mhm. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen das mal so. Oh. Oh ja, sie hat einen Granatwerfer. Genau. Ein Granatwerfer habe ich. Auf Wiedersehen. 2-1 Streich. Wie viele Granaten habe ich denn? Oh, nur 4. Das ist nicht jetzt so viel. Hä? Dann müssen wir mal haushalten damit.
So, einmal gucken. Ah, wer ist denn da? Hallo? Entschuldigung. Ich gehe da nicht raus. Das ist auch ratsam, mein Freund. Keine Ahnung, lebt der? Oder lebt er nicht? Irgendwas haben wir da vorne, aber das bewegt sich anscheinend nicht. Oder? Was ist das, was sich da ständig bewegt? Im Ernst, ist es nur Regen? Wo sind die Jungs, die dahinter waren? Die habe ich ja hoffentlich weggesprengt. Okay. Gut, wir gucken mal. Wir haben hier was. Wir haben da was. Oh. Ah, na, 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 na. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Oh, da sind die Nächsten. Ja, schon klar. Komm schon. Schön, dass sie immer so schön in Deckung gehen. Na? Ja, die Outsiderin ist draußen. Sehr richtig. Oh, da ist einer. Oh, oh Gott. Oh, den hat jetzt irgendwas anderes erwischt. So, da vorne wird jetzt wieder mit ich weiß nicht was geschossen. Ich muss mal wieder meinen Granatwerfer ausprobieren, hä? Huh? Die Frage ist, wie weit kann ich damit werfen? Gott, das wird langsam echt kompliziert hier. Ja, es hat Boom gemacht. Die Frage ist, hat es irgendwas gebracht? Komm schon. Ha, also irgendwie bringt es nicht besonders viel, ha? Nee, den anderen, den könnte ich doch jetzt sicherlich erschießen. Hier, guck mal, den da. Da ist doch noch einer. Der muss doch mal sterben. Jetzt stirbt er mal. Okay, der eine ist jetzt alleine. Wahrscheinlich muss ich mit dem Granatwerfer einfach nur schneller. Mein Gott. Ich kann gar nicht mehr sprechen hier. Ist alles so aufregend hier. So. Au, au, au. Nicht doch. Nicht doch. Nein. Ich muss wahrscheinlich näher dran, um ihm die Granate oben irgendwie mit einem ballistischen Schuss oder so reinzu. Alles nochmal? Ich werde die Granaten jetzt aber sparen. Gut, das heißt, Booms, wir machen das Ding kaputt. Und jetzt versuchen wir, alles, was da erstmal kommt. Ich find's großartig. Ja, so trefft ihr mich nicht. Woher hat sie das Ding? Ich habe euren Hoshi, euren Oberhoshi getötet. Und da habe ich das Ding her. So, wer schießt denn jetzt? Ist das jetzt schon das Maschinengewehr-Ding da, ha? Huh? Wer schießt denn da? Ihr müsst mal hier rauskommen zu mir. Oh, da haben wir ja. Oh, da haben wir ja einiges, was ich noch gar nicht mitgenommen habe. Uiuiui, ui, ui, und da sind die Granaten drin. Ach so, aber mehr kann ich nicht tragen. Ja, gut. Komm schon, komm schon. Du hast doch gesehen, dass ich hier irgendwo bin, ha? Huh? Komm schon. Ich weiß, ich bin feige. Aber ihr doch auch. Gib's doch zu. Komm schon. Und jetzt? Dieses zackelige Vorwärts, ne? Hier, das kotzt mich schon ein bisschen an, wenn ich ehrlich bin. Also. Ah, genau. Schrei des Sterbens, der Schmerzen, ich liebe es. So, und wo ist der Rest von euch? Da ist doch noch irgendwo wer gewesen, oder? Genau. Ach, ich kann das Ding zerschießen. Wie geil. Okay. Sehr schön. So, nu? Ist da noch einer dahinter?
Mach das schon mal kaputt. Besser nachladen. So, und jetzt bessere Position wäre nicht schlecht, ne? Hier haben wir auch noch was. Soweit dazu. Jetzt kommt der Rest hier. Hier werde ich mal was mitnehmen. Oh, komm schon, ja, komm schon. Hier mit meinem Stemmeisen. Wie immer mit dem... In Ordnung, ich gebe ja zu. So ein Geschütz ist meinem Stemmeisen doch ein ganz kleines bisschen überlegen. Jetzt darf ich das Ganze nochmal machen, ne? Es wird wohl eine längere Episode hier. Das möchte ich mal prophezeien. Bumm. Ich werde wohl doch ein bisschen mehr hier mit meinem Granatenwerfer arbeiten müssen. Ja, ich werde ihn euch mal hier, zack. Oh, shit, das hat nicht geklappt. Ich dachte mir, hey, den werfe ich jetzt mal gleich hier ein paar Granaten an den Kopf, ne? So, dahin. Zack. Jetzt kann ich nämlich auch wieder was aufnehmen. Bumm. 10 Erfahrungspunkte bedeuten, irgendwas ist gestorben. Würde ich doch mal behaupten. Ha? Ob da noch was lebt? Oh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir nehmen also einiges mit. Hier. Und wir werfen da mal wieder was hin. Bumm. 10 Erfahrungspunkte. Irgendetwas ist gestorben. Oh, was mit dem passiert? Aua. Und ich liege in den Sträuchern. So. Wie draußen? Ja, ich weiß schon. Oh. Na super, genau. Wow, fuck. Uiuiuiuiui. Das war aber in allerletzter Sekunde. Schön, dass der so nett zusammengeklappt ist hier. Ich möchte so ungern zu nah ans Feuer dran, weil das der Laura nämlich auch wehtut. So, dann gucken wir mal. Da ist jetzt jemand oben oder nicht? Oh, ich habe das Ding kaputt gemacht. So, wir achten drauf. Der kommt da gleich sicherlich aus seiner Deckung raus. Komm schon. Ich habe gesehen, dass du da bist. Da, genau. Habe ich ihn oder habe ich ihn nicht? Ich glaube, ich werfe da einfach mal was hin. Oh. Oh, das ist ein bisschen zu nah bei mir, glaube ich, explodiert. Ich hab sie verloren. Wo bist du? Wo bist du und wo schießt du? Ah, da. Ach, komm schon. Okay, das hat ihn wohl nicht so betroffen. Aber ich glaube, dafür ist der Schuss jetzt in den Kopf gegangen. Was habe ich denn noch? Noch 52. Ja? Da wohl noch irgendwo einer ist? Hier in Deckung? Nein. Gut. Die Musik ist auch wieder leise geworden. Oh? Wo? Wo hat er jetzt was geworfen? Wo lebt da jetzt noch einer? Irgendwo hier oben, ne? Fürchte ich. Über mir? Vielleicht? So, ich habe hier erstmal jede Menge, was ich mitnehmen kann. Ist da oben einer? Nein, ich sehe keinen. Du hast nichts dabei. Das ist aber schade. Der hat auch nichts dabei. Hier unten gibt es vielleicht
Ein paar Leichen? Oh nein. Aber Granaten, ich bin aber voll. Ein Lager! Ach, wie geil. Ja, das ist schön. Doch, da, guck mal. Aber was haben wir denn hier noch? Außer dem Lager. Ist das nur eine Sackgasse? Ja, dann wird der Weg mich wohl nach oben führen, da. Wie der da runterhängt. Schön. Naja, gut. Ist in Ordnung. Ich hole mir erstmal das Lager. Bevor ich irgendetwas anderes mache, hole ich mir das Lager in der Solari-Festung. So, wir haben Waffenmodifikationen. Mhm. Für die Pumpgun. Okay. Und einen Fähigkeitenpunkt. Dann nehmen wir mal zuerst. Okay. Überleben Upgrade 67%. Jäger 50 und Kämpfer 72. Dann würde ich sagen, nehmen wir das. Die Klettergewandtheit. Ich weiß zwar nicht wirklich, was mir das bringen soll, aber wir gucken mal. Tiere, das haben wir alles. So, was macht die Klettergewandtheit? Verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Oh, das ist auch ganz gut. Das nehmen wir mal. Ich weiß zwar nicht, wie gesagt, wie lange das Spiel noch dauert. Irgendwie habe ich das Gefühl, das kann nicht mehr so lange dauern. Aber ich kann mich auch absolut irren, ne? 1055, okay. So, Bogen haben wir alles. Schrotflinte haben wir einiges. Haben wir alles? Nein. Das ist ein bisschen nervig hier, finde ich jetzt in dem Menü, weil es halt die ganze Zeit regnet, ist mein Menü total verschwommen. Ein von ein und ja, Outfits. Ja gut, dann nehmen wir halt das, wenn wir nur hier was verbessern können. Brandmunition. Modifizierte Laufspitze, die Projektile mit einer entzündlichen Substanz tränkt. Mhm. Ein gepolsterter... Also, den habe ich schon. Moment. Ja. Ein ummantelter Schaft, der für weitere Stabilisierung beim Feuern sorgt. Oder Patronenmagazin müssen nicht mehr einzeln geladen werden, was das Nachladen beschleunigt. Das ist aber schön. Also, das nehmen wir. Mhm. So, dann nehmen wir auch... Kann ich nicht eigentlich alles nehmen? 400 und... Was waren das? 300. Na, da geht doch alles. Genial. Ich muss zwar sagen, dass die Schrotflinte definitiv nicht zu meinen Lieblingswaffen gehört, aber naja, was nicht ist, kann ja noch werden. So, 5 Stück sind nur noch übrig. Wundervoll. Ich kann jetzt wohl mal gucken. Achso, nee, und das muss ich nicht hier gucken, das muss ich auf der Karte gucken. Was das hier ist für ein Lager. Was ist denn das hier? Ein normales Lager. Mist, es ist kein Schnellreiselager. Kämpfen Sie sich Weg aus dem Palast frei. Mhm. Ja, ja. Ich sehe ein, dass es nur noch hier weitergehen kann. Zack. Ach nö, jetzt ist er runtergefallen. Ach, ich wollte doch mitnehmen, was du hast. Ich glaube, da ist jetzt schon mein verringerter Fallschaden zum Tragen gekommen. Das ist natürlich schön. Genau, und 6 zusätzliche Bergungsgut sind doch was Feines. Ha, und diesmal habe ich es geschafft, das Ding in hier auszuschießen. Das war natürlich jetzt ein großer Vorteil für mich. So, was nehmen wir denn mal? Unsere Waffen sehen wie folgt aus. 40 Pfeile, 30 Schuss davon, 104 Schuss davon und 100 Schuss davon. Ich würde sagen, ich nehme jetzt erstmal wieder das hier, in der Hoffnung, dass ich jetzt mehr Einzelgegner haben werde. Oder auch gar keine. Gar keine Gegner sind auch immer gut. Oh mein Gott. Aufpassen, Lara.